Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir begeben uns jetzt zur Zitadelle der Zeit, nachdem wir alle vier Dungeons des ersten Gebiets des vergessenen Plateaus absolviert haben. So, genau. Ah, die sind immer noch hier, natürlich. Sind immer noch auf mich fokussiert, natürlich. Ach, der auch! Oh, verdammt, 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 verdammt. Schnell weggehen, 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 weggehen. Okay, gut. Gut. Hi, Koks, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Schönen Tag heute gehabt, so. Oh Gott. So. Ja, aber wie gesagt, wir haben im letzten Part die ganzen Tempel absolviert jetzt. Und ja, wir müssen zur Zitadelle der Zeit. Gehe ich mal so stark von aus, weil der gute Herr alte Mann uns etwas sagen möchte. Und zwar die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das nicht mal spannend ist. Da weiß ich auch nicht mehr weiter. Oh ja. So, wo ist denn da? Ist die Zitadelle der Zeit. Ist wahrscheinlich gut zu erkennen eigentlich. Weil wie gesagt, wir sollten dahin, wo die Linien der Sch die Tempel eine Linie bilden und sich die kreuzen. Und ich denke mal, das sollte wohl eindeutig sein, wo die Tempel sich kreuzen. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch diesen Schrein des Lebens meint, wo immer, nee, der hier. Mahouri-Schrein, ob er den da meint. Aber ich denke mal, wenn man sich das so denkt, das sollte der zentrale Punkt sein, die Zitadelle der Zeit. Deswegen. Was anderes, finde ich, macht auch keinen Sinn, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Was anderes wird auch keinen Sinn machen. Oh, und das ist dann schön bei der Nacht. Was da hinten? Da ist es eine schäbige Insel da hinten. Okay. Komische Sache, aber okay. Aber gut. Muss ja nichts zu dem Land sagen. Zu der Gegebenheit, wie es zerstört wurde. Ich habe ja schon mal im Stream so ein paar Theorien aufgestellt, wie es ja mit dieser Timeline zusammenhängt. Und so ein paar Vermutungen habe ich ja, aber man muss halt echt sagen, Breath of the Wild hat so viele Anknüpfpunkte, die für eine gewisse Position sprechen, auch wieder gegen eine Position. Und das ist irgendwie komisch, aber gut. Ich denke mal, dazu lässt sich das bestimmt am Ende einordnen, wenn man das Spiel komplett durch ist. Die Schmetterlinge immer mehr weg ab. Aber okay, jetzt hoffe ich nur, dass er auch tatsächlich bei der Zitadelle der Zeit ist. Wenn er da nicht ist, dann habe ich ein kleines Problem, weil dann habe ich keine Ahnung. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich. Ja, wie soll ich sagen? Eigentlich bin ich ja sehr zuversichtlich, dass er hier ist. Wollen wir mal sehen. Ist er hier irgendwo bei diesem Teil? Nö, ist er nicht. Gehen wir mal hier direkt mal auf zur Zitadelle der Zeit. Ah, hier. Will ich echt mein Schwert dafür verwenden? Sie kommen ja, okay. Gut. Ist überhaupt nicht brutal oder so. Diesem fetten Zweihänder. Vielleicht sollte ich es besser nicht verschwenden. Nehme ich doch lieber mal wieder die Lanze zurück. Vielleicht sollte ich es besser nicht verschwenden. Dieses krasse Schwert, vielleicht sollte ich es doch besser nicht verschwenden. Würde ich so sagen. Wo ist denn der Gute? Wo ist er jetzt? Warte mal, den Hinweis kann ich mir nochmal sehen, ne? Für den Fall der Fälle. Aber auf Plus. Ah, da, genau, da wollte ich hin. Er sagte dir, er warte an dem Punkt, wo die gedachten Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen würden. Ja, genau. Wie gesagt, ganz der Meinung, es ist die Zitadelle der Zeit. Ganz eindeutig ist das für mich die Zitadelle der Zeit, wo sich die Dinger treffen. Mal sehen, ob was Spannendes passieren wird. Wir halten den Atem an. Dachte, ich hätte ihn gehört, aber nee, das ist natürlich nur wieder so ein komischer Gegner, der überhaupt nichts kann. Aber hier scheint er auf jeden Fall nicht zu sein. Aber wir können trotzdem auf jeden Fall mal mit dieser Statue sprechen, weil die scheint ja auch irgendwie eventuell was zu haben. Vielleicht reagiert die ja jetzt auf uns. Du hast die Herausforderung bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Für vier Zeichen der Bewährung.
Kann ich dir neue Kraft gewähren? Was da? Oh, Herzen! Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Oh ja! So sei es. Ach, das ist ja mal geil! Das ist ja mal cool! So kommt man also an mehr Herzteile und mehr Ausdauer. Herzcontainer erhalten. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht. Erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Bring Frieden nach Hyrule zurück. Ja, das finde ich gut. Ach, hallo. Ja. Wie geht's denn so, mein Bester? Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Ach, als würdest du, dass ich da hochklettere, oder was? Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Ich soll tatsächlich die Level der Zeit da hochklettern. Ach, das ist doch nicht. Oh. Ja, bleib mir. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, das ist ja dann easy. Also in Ocarina of Time war diese Leiter nicht da. Gehe ich mal stark von aus, dass in Ocarina of Time diese Leiter da noch nicht war. Aber okay. Wow, das ist aber leicht gefährlich hier, so mit diesen ganzen Trümmerteilen da. Aber okay. Und ihr habt gerade nichts gehört oder so. Auf gar keinen Fall habt ihr was gehört, ist ja. Was wird's sein? Was wird er uns erzählen? Die Spannung steigt. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Oh ja. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt hier vor sich gehen wird, was hier jetzt abgehen wird. Dann hat wir auch eine Truhe. Aber gut, jetzt hören wir erstmal, was der gute Herr zu lauschen, zu sagen hat, zu erzählen hat. Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Guck an. König Rohan, letzter König von Hyrule. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten.
Aus den Völkern Hyrules wurden 4 vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den 5 Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln. So glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die 4 Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du, du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie, Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die 4 Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Das war ja mal... Mhm. Heftig. Nimm schon das Parasegel, wie versprochen. Das Parasegel hat dir der König von Hyrule auf dem vergessenen Plateau überlassen. Drücke in der Luft X, um zu gleiten. Eine vergessene Welt geschafft. Nun kannst du von den steilen Klippen dieses Plateaus ohne Furcht nach unten gleiten. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Siege Ganon, neuer Zielpunkt. Ja, Impa die Weise. Neuer Zielpunkt. Ja, wie man schon weiß, wenn wir jetzt so schlau wären, könnten wir uns jetzt eigentlich sagen so, ach ja, das war ja ein tolles Spiel, wir gehen jetzt direkt zu Ganon und besiegen den. Aber
Nein, das tue ich nicht. Soldatenbogen, ein mächtiger Bogen, der im Krieg eingesetzt wird. Es ist aus Holz, also passt in der Nähe von Feuer auf, dass er nicht verbrennt. Du hast keinen Platz in der Tasche mehr. Ja, den will ich haben. Wir haben genug von diesem blöden Reisebogen. Da kann einer mit Sicherheit weg. Genau, der auch schon benutzt ist, der kann gerne weg. Und dann nehmen wir dann halt den schönen Soldatenbogen. Ganz genau. Gut, dann wollen wir mal auf jeden Fall noch in diesem Part den da ausprobieren, diesen Gleitschirm da. Warte mal, kann ich mal kurz auf die Karte schauen, wo denn der Punkt ist, wo ich hin muss. Oh Gott. Imper die Weise. Boah, das ist ja mal weit weg hier. Das ist aber mal weit weg, muss ich sagen. Aber okay, da werden wir bestimmt im nächsten Part da schöner zu laufen haben, würde ich sagen. Aber okay, ich setze mir auf jeden Fall da schon mal in der Nähe eine Markierung hin. Ein Rot. Oder ein Schild, ist mir auch okay. Aber. Wobei, die kann ich glaube ich nicht sehen, da sind nicht sozusagen Signallicht. Stempel löschen. Ich will die rote Markierung setzen. Ganz genau. So, und die blaue Markierung, die mache ich natürlich wieder weg. Okay. Wunderbar. Dann wollen wir es mal ausprobieren hier. Hui! Wow, ist das nicht schön? Oh ja. Alter, weiter. Das kann ja was werden hier noch, sozusagen. Das kann ja noch richtig was werden. Ach, das ist die Totenschädel-Ding. Ach, das kostet aber auch Ausdauer, okay. Ja, okay, aber okay, ja, okay, 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 okay. Aber gut, erstmal kommen wir so auf jeden Fall wesentlich schneller zum Boden wieder runter, auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber das war ja mal eine krasse Geschichte, muss ich sagen. Alter Schwede. Puh, da wird ja noch einiges auf uns warten, würde ich so sagen. Aber so einiges wird da auf uns warten. Aber wollen wir mal sehen, was wir hier so noch erreichen werden. Ist da vielleicht wieder so ein Schwert? Das war nämlich auch so ein Ding. So ein Soldatenschwert. Nee, leider nicht. Schade. Ja gut, dann wollen wir mal sehen, dass wir unseren Paraschall nutzen. Wohin sollte ich denn da hin? In die Richtung. Ich glaube, das ist ein Turm. Ich glaube, dann gehen wir erstmal zu dem Turm hin, würde ich sagen. Wir betreten neues Gebiet. Und ich denke mal, das ist auch gar nicht so schlecht, dass wir zu dem Turm gehen. Weil, ja. So können wir ein bisschen aufladen. Königreich Hyrule. Oha, das sieht ja schon wieder ziemlich krass aus, würde ich sagen. Ach, ihr schon wieder. Ach komm, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Wie hat der mich denn jetzt verletzt? Ich muss jetzt ja mal nicht verstehen, wie der mich jetzt noch verletzt haben soll, aber okay. Das kann ich ja mal nicht verstehen. Ach, das sind auch nicht die Hauer. Ja, okay. Bei dieser Tempelanlage hier, was nur das noch darstellen soll, lasse ich erstmal meine große, mache ich erstmal einen großen Bogen um. Unser erstes Wild, das wir erlegt haben. Wild, Fleisch von den Tieren im Wald, Felder und Flur. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mehr Herzen auf. Ja, super Sache. Was ist das? Eine Heuschrecke oder so in der Art. Okay. Okay. Das gefällt mir doch schon besser hier, muss ich so sagen. Das gefällt mir schon besser hier, wie das hier läuft. Ich muss sagen, hier, als ich im Stream da so, ist jetzt zwar auch schon wieder ein paar Parts her, aber als ich da so rumgeeiert bin, aber jetzt. Allein die Story, ey. Alter, das ist krass, ey, was hier passiert ist. Also. Ja. Ja, das ist schon ordentlich hier. Aber okay. So, ich werde jetzt natürlich noch sagen, ich gehe auf diesen Turm hoch. Um, wobei, das ist aber so ein anderer Turm. Das ist nicht den ich erwartet hatte. Das sind wir jetzt hier schon bei Imper gleich. Mal kurz auf die Karte schauen. Nee, 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 nee. Das ist noch deutlich weit weg. Aber dann, ach, dann ist das nur die Markierung. Ah, okay. Ja, aber ich will trotzdem noch so. Ach, du Heiliger. Was geht mit denen da ab? Lass mich bitte einfach in Ruhe, ihr komischen Fledermäuse. Ach du Heiliger, da kriege ich ja gleich einen Schock hier. Ich kriege ja gleich echt einen Schock. Na gut, klettern wir hier mal hoch. Langsam mich
Kreaturen nämlich bemerkt haben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es geht doch auf mich. Oh Gott, ich vermisse Bombenpfeile, muss ich gestehen. Jetzt in diesem Moment vermisse ich ziemliche Bombenpfeile, aber gut, wenn ihr wollt. Ach du Scheiße, was geht mit denen ab? Die sind ja mal gestört. Doch, kommt her, ihr komischen. Jetzt reicht's mir. Dunkel. So, weil es morgen wird, okay. Ja, darfst auch dein Schild bis neben Link. Ich will doch noch eine Bombe nutzen. Ich bin hier staubschwind. Klar, hier. Ich habe welche besiegt, aber leider ging das auch auf mich drauf. Alter Schwede, das geht nicht ab hier. Ah ja, komm, ich auch noch direkt den. Na, oder wobei, nee, dann nehme ich noch den. Nehme ich noch zwei Äpfel hier. Alter Schwede, was war das denn schon wieder krass? Sind sie weg oder? Kommt da so ein ganzer. Eine ganze Horde von Fledermäusen. Ich werd nicht mehr hier. Alter Schwede hier. Aber okay, anscheinend haben sie jetzt keinen Bock mehr und lassen mich in Ruhe. Nicht gut. Meine Güte hier. Ich will ja nur ein bisschen erkunden hier. Ich hab dir noch gar nichts getan hier. Es geht ja noch schöner hier los. Ich muss unbedingt, wenn ich sowas habe mit Winterding und so. Weil ich hoffe, ich kann den jetzt noch bekommen von diesem Ding. Von diesem Herrn da. Ich hoffe, der ist da noch. Das ist eine gute Frage, ne? Na gut, ansonsten muss ich da nochmal gucken, weil ich habe jetzt dieses Wintergebiet eigentlich recht. Recht eigentlich sein gelassen. Muss ich bei Gelegenheit nochmal hingehen, auf jeden Fall. Muss mir auf jeden Fall merken. Boah, mit den letzten Energiereserven zu der Truhe gekommen. Krasse Sache. Was ist denn da Feines drin? Ein Saphir. Ja, hätte ich mir ein bisschen was Besseres erwartet, aber okay. Aber das kann ich nutzen, um eventuell schneller zu einem Turm zu kommen. Aber irgendwie sehe ich hier gerade nicht so wirklich einen Turm in der Nähe. Ja, auf dem Weg. Ja gut, aber ich würde sagen, wir machen den nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dann und tschüss, euer Jake.